Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute bin ich auf meinem Lieblingscampingplatz in Bamberg auf der Campinginsel Bug. Eine richtig tolle Anlage, eine der besten Anlagen, die ich kenne. Direkt an der Regnitz gesehen, gelegen. Vielleicht seht ihr es im Hintergrund. Heute machen wir einen wunderbaren Braten aus einem Kammstück, aus dem Rücken. Dieses Stück Fleisch kommt hier vom örtlichen Metzger des Vertrauens. Das werden wir gleich zubereiten. Und zwar wieder ganz einfach mit einer Pflaumen-Malzbeersoße. Wie wir das gemacht haben, zeige ich euch gleich. Kommt mit! Wir brauchen für unseren Braten natürlich erstmal ein vernünftiges Stück Fleisch. Man sieht richtig schön, wie das durchwachsen ist. Das kommt hier vom Metzger Dorn aus Mönchsherndorf. Wir brauchen Öl zum Anbraten, wir brauchen für unsere Soße Fond, Bratenfond, Honig, ein Glas Senf, wir brauchen Pflaumen, getrocknete Pflaumen, wie der Name schon sagt, auch Malzbier, Salz und Pfeffer zum Würzen, eine Zwiebel und Suppengrün. Das schneiden wir gleich klein und dann sehen wir uns wieder. So, wir nehmen als erstes unser Suppengrün. Wir freuen uns von den Bändern natürlich, die schmecken so schlecht. Ich habe euch übrigens gerade zwei Lorbeerblätter unterschlagen. So, Enden abschneiden, die sehen nicht mehr so gut aus. Dann das erste Blatt nehme ich auch weg. Zack. Das ist Abfall. Und jetzt schneiden wir es einfach nur noch klein. Möglichst nicht ganz so dicke Stücke. Dann kommen unsere Möhren dran. Die schaben wir so ein bisschen ab. Das reicht dann schon. Funktioniert wunderbar mit einem scharfen Turniermesser. So, klein geschnittenen Möhren, Zwiebeln und Sellerie kommen wir zum Lauch. Das Ganze geht hinterher in den Dutch Oven. Wir nehmen unser schönes Stück Fleisch, salzen es von allen Seiten. Maldensalz nehme ich. Ich nehme eh kein anderes mehr. Man kann kaum zu viel davon nehmen. Es ist ein richtig leckeres Salz. Schön von allen Seiten einreiben. Es riecht hervorragend, das Fleisch. Wahnsinn. Richtig gut. Pfeffer kommt hinzu, auch wieder von allen Seiten. Schön andrücken, ein bisschen einreiben. Nicht ganz so viel, wir wollen das Fleisch dahinter schmecken. Das war es eigentlich schon mit der ganzen Vorbereitung. Jetzt geht es gleich ab in den Topf. So, unsere Kohlen sind durchgeglüht. Ein paar kommen unten rein. Zu Anfang ein paar mehr. Die nehme ich dann gleich wieder raus. Einfach aus dem Grunde, weil er sonst so viel Dampf hat. Aber ich brauche diesen Dampf zum Anbraten. Ein bisschen verteilen in der Mitte. Dann kommt unser FT6 drauf von Petromax. Deckel runter. Ein bisschen normales Sonnenblumenöl dazu. Das lassen wir jetzt heiß werden. Am Atago sind die Lüftungslappen jetzt gerade unten voll auf, dass er Sauerstoff kriegt, damit er hochfährt. Das sieht aus, als wenn das Fett jetzt heiß genug wäre. Ja, ist es. Jetzt wird es sehr scharf angebraten von allen Seiten. Und dann kommt das Stück Fleisch wieder raus. So, mal umdrehen. Ah ne, das kann noch. Mal schauen. Ja, so stelle ich mir das vor. Mehr braucht es nicht sein. Nur ein paar Reste da oben. Das machen wir jetzt von allen Seiten. So, das Stück Fleisch ist jetzt von allen Seiten schön angebraten. Es kommt wieder raus, seht ihr? Wunderbar. So muss es sein, so soll es sein. Als nächstes nehmen wir unser Gemüse, was wir vorher klein geschnitten haben, und rösten das ein wenig an. Nicht viel, ein bisschen. Hier nehmen wir noch ein bisschen Öl. Auch das reicht.
aber noch mal rühren. Nur ein wenig Farbe nehmen lassen, nicht viel. Das reicht zum Anbraten, Anrösten besser gesagt. Jetzt wird es wieder denkbar einfach, es kommt der Bratenfond hinzu. Ein Glas, das zweite Glas. Wir wollen eine anständige Soße haben, für Lebensoße. Dann packen wir das Fleisch schon mal hinzu. Passt hervorragend. Dann kommt unser Dunkelbier hinzu. Da könnt ihr jedes Dunkelbier nehmen, das ihr auf dem Markt bekommt. Das macht keinen Unterschied. Zumindest nicht bei so einem Rezept. Dann nehmen wir einen Löffel von unserem Waldhonig. Bioprodukt. Unsere getrockneten Pflaumen kommen hinzu. 250 Gramm. Die beiden Lorbeerblätter, die ich euch anfangs unterschlagen habe. Und ein kleines Glas Senf. Komplett. Da müsst ihr natürlich darauf aufpassen, dass er nicht zu scharf ist. Sonst geht es nach hinten los. Den einmal zu scharf, bleibt zu scharf. Das Ganze jetzt ein bisschen verrühren. Na gut, durchs Köcheln vermischt sich das sowieso. Riechen tut es jedenfalls schon mal sehr gut. Bin mal gespannt, wie es hinterher schmeckt. Während des Kochvorgangs werden wir immer mal wieder das Fleisch mit der Soße begießen. Oh, das wird was. Der Petromax Dutch Oven hat den Vorteil, er hat hier eine Kerbe. Das heißt, wir können auch mit einem Temperaturfühler arbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt hier ins Fleisch rein, schön mittig rein. So. Und dann messen wir die Temperatur. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf und das war's. Und dann sehen wir uns, ich denke mal so in 3-4 Stunden wieder. Wir haben jetzt nach 2,5 Stunden 75 Grad erreicht. Das sollte reichen. Schauen, wie es aussieht. Es köchelt noch leise. Das ist in Ordnung. So, Thermometer raus. Ist das denn weich? So. Hat was. Das Fleisch kommt raus. So, wir kippen das Ganze jetzt durch ein Sieb. Gut. Das streichen wir durch. So, das Ganze dicken wir noch ein bisschen an. Nicht so viel, sonst wird es hinterher zu dick. Hier ein bisschen Improvisation mit einem fertigen Soßenbinder. Das kochen wir dann nochmal auf. Jetzt aber erstmal die Soße probieren. Mal schauen, wie sie schmeckt. Ich würde sagen, da fehlt noch Salz. Ein bisschen Salz noch dazu. Ein bisschen Pfeffer. Heißer, man merkt auch sofort, dass die Soße anzieht, die wird dicker. So, das Fleisch kommt zurück, der Deckel kommt noch drauf. Und gleich wird gegessen. Dazu gibt es Kartoffeln und einen Feldsalat. Wie es geschmeckt hat, sage ich euch später.
Bis dann. So, mittlerweile haben wir schon den nächsten Morgen. Normalerweise mache ich den Abspann oder das Fazit unmittelbar nach dem Rezept, nach dem Verkosten. Gestern haben wir verkostet. Es war richtig lecker. Leider sind wir danach ein wenig versackt. Deshalb erst heute Morgen das Fazit. Wie sieht's aus? Wie ist das Fazit? Ich muss sagen, es war richtig lecker. Es war eine runde Sache. Das Fleisch war richtig gut. Das Fleisch hat schon beim Ausbacken richtig gut gerochen, richtig frisch. Es fühlte sich sehr fest an, es war nichts Schwammiges. Man hat hinterher auch gesehen, dass das Fleisch kaum an Volumen verloren hat. Es war sehr zart, es war sehr saftig. Die Soße war richtig lecker. Man schmeckte den Pflaumengeschmack raus, man schmeckte das Malz raus. Das Suppengrün kam richtig schön durch. Selbst die Nuance von dem Honig kam wunderbar an. Dazu haben wir einen normalen Feldsalat gemacht mit einem ganz normalen üblichen Dressing. Das natürlich auch selber gemacht. Das hat meine Nachbarin hier vom Platz gemacht. Es gab Kartoffeln dazu. In Summe war das ein richtig rundes Essen. Es war einfach, schmackhaft und nicht überkandidelt teuer. Ich würde sagen, wenn ihr sowas machen wollt, macht es nach. Es lohnt sich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich, dann bekommt ihr alle meine Filme mit, alle meine Videos. Ansonsten würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mich weiter teilt. Kein Thema, je mehr die Videos sehen, desto mehr freut es mich. In dem Sinne, euer Christian aus Bamberg von dem wunderbaren Campingplatz. Glück auf!